Obwohl, was soll der Geiz? Mir fehlt übrigens noch ein Stück Straße. Das werde ich jetzt, obwohl es nicht so schön ist, wahrscheinlich hier rumziehen müssen. Fehlt halt ein Stück, aber man kann sich sowas ja nicht aussuchen. So, die Straße endet jetzt hier ein bisschen blind. Ups, das war jetzt natürlich Bullshit. Da die Straße da hinten blind endet. Danke, dass das Geld kostet, wenn ich mich verklicke. Ja, ist egal. Die Straße lassen wir da drin. Das ist wunderschön. So, gut. Dann haben wir hier schon das Industriegebiet. Ist ja toll. Habt ihr mit Sicherheit schon bemerkt, dass ich hier ein Industriegebiet gebaut habe. So, weil ich hier nicht gleich rumgeizen will, mache ich gleich ein durchschnittlich bebautes Gewerbegebiet. Obwohl, nee, mache ich nicht. Fangen wir klein an. Lässt sich ja immer noch erweitern alles. So, da kommt da das eine Gewerbegebiet hin und da das nächste. Das Ganze halten wir schön symmetrisch. So, ist ja recht hübsch. Und dann kann hier auch gleich noch eine Querstraße rein, allerdings eine normale, so in etwa. Damit wir das Gewerbegebiet auch gleich noch hier weiterziehen können. Nee, bauen wir da doch keine scheiß Straßen rein. Was soll denn das? So. Und so. Viel hübscher. Und dann kommen da noch drei kleine und da noch drei kleine hin. Und ja. Ist doch schon mal ein Anfang. So, die Straßen hier werden allerdings viel befahren sein. Das weiß ich ja jetzt schon. Deswegen, bevor es hier richtig losgeht... Ach komm, das in der Mitte kann man doch bestimmt auch noch irgendwie... Ja, der will mir da immer so Homo-Straßen reinbauen. So. Das ist ein vollendet veredeltes Gewerbegebiet, das gleich mit einer Landstraße hier abgegrenzt wird. Zack. Und zack. So. Dann, es sollte so einen Markierer geben. Straßen, die nichts kosten und nichts bringen. Einfach, dass man sich hier mal so einen Weg quer rüber markieren kann. Damit auch so ungebildete Leute wie ich sehen, wie genau das aussieht. Mhm, sehen, wie das aussieht. Genau das wollte ich sagen. So, wie auch immer das mit dem Agrarsektor funktioniert, das habe ich immer noch nicht hundertprozentig verstanden. Steht da irgendwas dabei? Lege landwirtschaftliche Bereiche an. Ja, aber die nutzen die halt einfach nicht. Weiß der Devil warum. Obwohl die immer Nachfrage danach haben. Jetzt gerade nicht, aber trotzdem. Oh, Industrie haben wir genug. Gewerbe. Das Gewerbegebiet ist eigentlich noch ein bisschen klein, finde ich. Aber erstmal Wohngebiete bauen. Hier bleibt ja noch Spielraum, das Gewerbegebiet auszubauen. Da kommt nämlich jetzt erstmal noch nichts hin. So, dann kommt hier unten kommt eine Mülldeponie hin. Die baue ich jetzt auch gleich von vornherein. Einfach, weil ich es kann. Und aufheben, Müllkraftwerk, Recycling Center. Müllkraftwerk, das ist auch was. Starke Umweltverschmutzung. Ach, ja, erstmal eine Mülldeponie. Ja, hübsch aussehen tut es natürlich nicht. Und da oben sollen die Wohngebiete hin. Eine kleine Mülldeponie reicht ja vorerst. Deswegen kommt die, ja. Kommt die hier hin. Direkt an den Strand. Und die lässt sich dann nach oben hin immer noch erweitern. Da dran kommt natürlich. Moment mal, zum Bau von Netzwerken. Und, nee, nicht ungeeignet. Gut. So, das ganze Ding führt hier entlang an der Mülldeponie, soweit wie es eben geht. Oh, jetzt baut er die da runter. Ist ja auch süß. Müsste man mal irgendwie drehen oder so, aber naja. Man weiß ja, wie es gemeint ist. So. Wenn wir mal ein Wasserwerk kriegen sollten... Wie groß sind die kleinen Pumpen nochmal? Obwohl, die Pumpe kann man ja von Anfang an reinbauen.
Ja, was kannst du dann asymmetrisch? Sieht nicht so hübsch aus. Ja, die kommt ins Wohngebiet. Da bringe ich die irgendwie rein. So, aber apropos Wohngebiet. Das Wohngebiet kommt ihr gleich erstmal hin. Sollte allerdings nicht mit so einer Popelstraße da mit dem Ding verbunden sein, mit allen anderen Gebieten. Das wird nämlich Krieg geben. Da bin ich mir sicher. Und dann kommt da hinten der Symmetrie also auch eine Landstraße rein. Ich weiß, ich verpulver gerade Geld. Und wir bauen diese Stadt ja nicht, weil wir irgendwie in der anderen Geldsorgen hatten oder so. Nee. Sondern weil es uns Spaß macht. So, deswegen kommt hier jetzt schwach bebautes Wohngebiet. Kommen erstmal hier arme Leute. Kommen da erstmal hin. So. Weiter. Nein. Was tust du gerade? So. So muss das aussehen. Und dann bauen wir hier gerade weiter. Da wird er die Straße vermutlich genauso anlegen wollen. Scheiße war's. Das denkt man sich dann so. Aber einen Dreck macht er. Das Ganze sieht natürlich nicht so hübsch aus. Warum muss er die Straßen da automatisch reinbauen? Kann ich dem nicht einfach irgendwie sagen, hier ohne Straßen bauen oder so? Huch. Tatsache, das geht ja wirklich. Ich kann dir wirklich sagen, ohne Straßen. Dann baue ich die Straßen nämlich mal zuerst. Straße, so. Da gehen nämlich immer 1, 2, 3, 4. Und da ist dann die nächste Querstraße. In etwa so. Und so. Und dann geht hier eine Querstraße hoch und da eine Querstraße hoch. Ja, und hier hinten, das sind halt die Strandvillen. So, dann 1, 2, 3, 4, 5. Und eine Querstraße. Zack, bis dahin ungefähr. So. Und hier sollten wir dann eine Landstraße hinbauen. Das sind dann zwar etwas ungemütlichere Plätze da, aber wen kümmert's? Außer die Leute, die da wohnen. So, dann kommt da natürlich gleich direkt wieder ein Straßennetz rein. Einfach um die Straßen hier nicht zu sehr zu belasten. Und, ja, damit sich die Leute über Lautstärke nicht beschweren, kommt da mehr auch erstmal nicht rein. So, schwach bebautes Wohngebiet. Na, wie war das jetzt? Warte, erstmal die Zone wieder zu groß machen. Oder konnte man das jetzt... Ah, man kann es mittendrin auch noch wechseln. Gut. Schwach bebautes Wohngebiet. Sag mal ganz oft hintereinander schwach bebautes. Das klingt total seltsam. So. Zack. Oh, das kann man hier gerade so durchziehen. Oh, das zieh mal durch. So. Und diesmal werde ich die ganzen verschiedenen Institutionen nicht an einen Klecks ballern, wie in der anderen Stadt, weil sich wohl rausgestellt hat, zumindest denke ich mal, dass es daran lag, dass dadurch ja diese Verkehrsballung zustande kam. Deswegen fange ich jetzt mal an. Mit einer Grundschule. Eine kleine brauchen wir nicht. Eine große meine ich. Wir fangen erstmal mit der kleinen hier an. So, wenn wir das Wohngebiet erweitern, dann nach unten ein Stück und nach da ein Stück. Das heißt, letzten Endes ist hier eigentlich der perfekte Ort, eine Grundschule zu bauen. So, dann kommt unser Ärztezentrum. Ärztezentrum ist auch so ein Wort. Wer benutzt ein Wort wie Ärztezentrum? Das kommt natürlich hier unten in die Ecke. Nee, nicht ganz. Das kommt eher so da. Dann ist schon wieder da in der Ecke, aber ist jetzt auch egal. Es kommt nach da. Wahrzeichen können wir uns nicht leisten. So, das wäre versorgt. So, und dann brauchen wir natürlich noch eine weiterführende Schule. Direkt erstmal. Die nimmt aber zu viel Platz weg. Deswegen kommt die eher da unten an die Hauptterrasse. So, und Geschenke haben wir logischerweise noch keine. Feuerwache und so kommt dann später.
das Zeug braucht, soll man ja erst bauen, wenn es wirklich rangeht, nicht? Ran an die Buletten. Apropos ran an die Buletten. Strom haben sie alle. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich finde schon seltsam, dass Strom wichtiger ist als Wasser. Wasser brauchen sie noch nicht, weil die dafür noch gar nicht hoch entwickelt genug sind. Wie sieht's mit Zeug aus? Ja, einnehmen tun wir noch nichts, aber wir haben auch noch keine Bewohner. Deswegen, seid fruchtbar und Meerrettich. Ah, und schon, neue Zonen. Wir haben riesige Industriezonen. Und Gewerbeflächen haben wir auch. Und Wohngebiete haben wir auch. Ah, und da kommen sie schon. Und da machen wir mal normal auf Play. Warum sind die alle rot? Worüber beschwert ihr euch? Die beschweren sich ja gar nicht. Fromme Sim, glauben an den Bürgermeister. Und, oh, wir haben schon über 1000. Wow, warum sind hier überall LKWs unterwegs? Ach du Kacke. Ja, eine Kirche kriegt ihr natürlich. Und die Villa bauen wir gleich. Aber erstmal würde ich gerne die Synagoge hier bauen. Die kommt natürlich nicht nach da oben. Die kommt eher hier ins Gewerbegebiet. Aber ein bisschen verdreht, wenn es denn geht. Ließe sich das einrichten? Nee, ließe sich nicht einrichten. Okay. Naja, ich muss ja die ganzen Schulen noch benennen. Das hier ist eine Synagoge. Hier haben wir ein... keine Ahnung, was das ist. Ja. Das ist die Fünf-Äpfel-Grundschule. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Das ist mir einfach so spontan eingefallen. War so ein Geistesblitz. Und die wird natürlich erstmal hier bisschen runterfinanziert. Genauso wie die total runterfinanziert wird. So in etwa. Die werden sich schon noch beschweren, wenn es denen nicht passt. So, das Ärztezentrum war da. Ja, die haben ordentlich... Ja, holla. Denen geht es aber gar nicht mal so gut. So, warum gedeiht hier nichts? Verbrechensrate niedrig, Frachtwege lang. Ich wundere es eh ein bisschen. Sind so viele LKWs unterwegs und wir haben nicht mal Industrie. So, so, und das hier ist die, ey, Alter, Hauptschule. So. Oh, jetzt sind die ganzen LKWs weg. Ah, das waren Umzugs-LKWs. Ja, nee. Ist ja klar. Industrie braucht Platz zum Wachsen. Was ist denn das hier? Nix oder wie? Spielplatz. Holla, ihr habt aber viel Müll gemacht in der kurzen Zeit. Boah. Kleinvieh macht auch Mist. Mist. So, und scheinbar haben sich die Leute hier alle direkt erstmal ins Gewerbegebiet angesiedelt. Hm. Klasse. Jetzt haben wir nämlich keine Arbeiter mehr für die Industrie, wie es aussieht. Die wollen aber mehr Wohngebiete. Ja, aber viel mehr Land haben wir hier leider gar nicht. Deswegen, wie wäre es, wenn wir einfach jetzt mal einen auf Hardcore-Modus machen? Und hier drüben noch eine kleine Stadt aufziehen? Einfach, weil ich es kann. Einfach so eine kleine Popelstadt und irgendwann verbinden wir die. Obwohl, nee, das ist Müll. Da kommt noch nichts hin. Da kommt später, wird darüber expandiert mit einer Brücke oder einer Fähre oder so. Brücken sind so teuer, gell? Was kosten denn Brücken? Waren die hier nicht irgendwo... Highway-Scheiße. Ah ne, das ist allgemein Highways. Ah ne, stimmt, das kann man ja direkt so nachgucken. So, was wollt ihr denn dafür? Ach, das geht ja eigentlich. So teuer sind die Brücken wirklich nicht. Aber da müsste man wahrscheinlich schon eine Alleebrücke bauen. Und, ja. Ja. Industrie scheint euch nicht so zu kratzen, junge Freunde, nicht? Packen wir das Tempo mal ein bisschen hoch. Aber Gewerbe scheint euch zu kratzen. Ja, dann wisst ihr, was wir jetzt machen. Wir geben euch Leutchen erstmal Wasser.
Wasserpumpe kommt hier an die Ecke. Kann man sich schön mit einer Wasserpumpezange repariere gehen.